Ich möchte Ihnen heute etwas über Nervenrekonstruktionen erzählen. Boris Todorov, Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Moki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Wenn der Bedarf besteht, eine Nervenrekonstruktion durchzuführen, dann ist dem immer eine Verletzung vorangegangen. Diese Verletzungen reichen von Unfallschäden bis hin zum Geburtstrauma. Hat ein Nervenende keine Struktur zum Weiterwachsen, weiß es nicht, wo es hinwachsen soll, dieses Nervenende, dann würde es an dieser Stelle weiterwachsen, findet nicht den Anschluss und bildet dort einen Knoten aus, ein sogenanntes Neurom, das unangenehm ist, schmerzhaft sein kann und vor allem die Funktion nicht erfüllt werden kann durch die Nervenregeneration. Und daher braucht man eine Leitstruktur, und es funktioniert eben nicht so wie beim Zusammenstecken von einem Elektrokabel, dass ab dem Moment des Zusammennähens die Funktion wieder da ist, sondern wir müssen warten, bis der Prozess des Aussprossens des Nerves bis in die Peripherie wieder erfolgt ist. Ist nun ein solcher Nerv durchtrennt, zum Beispiel durch eine glatte Schnittverletzung, dann kann man unter dem Mikroskop Nervenstämme, Nervenstränge wieder miteinander vereinigen. Und man darf sich das nicht so vorstellen, auch wenn ein Nerv immer mit einem elektrischen Impuls funktioniert, dass durch das reine Zusammennähen der Nerv wieder funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ab dem Zusammennähen dieser Nervenfasern kommt es dann zu einem Aussprossen entlang der zusammengenähten Struktur bis zu dem Erfolgsorgan. Und wir wissen ja, es gibt sensible Nerven, die dafür verantwortlich sind, dass wir spüren und tasten können und fühlen können. Und es gibt motorische Nerven, die dafür verantwortlich sind, dass wir Muskulatur ansteuern können und Bewegungen ausführen können. Und bis eben diese Funktion wieder erlangt wird, braucht es Zeit. Man sagt, im besten Fall regeneriert ein Nerv 1 Millimeter pro Tag. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass eine Verletzung zum Beispiel in der Handgelenksebene stattgefunden hat, und es ist so ungefähr 15 cm bis zu den Fingerspitzen, dann reden wir von 150 Tagen, also ungefähr einem halben Jahr, bis der Erfolg einer Nervenrekonstruktion wirklich feststellbar ist. Haben wir jetzt die Situation, dass der Nerv nicht einfach glatt durchtrennt ist, sondern durch eine komplexere Verletzung auch ein Defekt besteht, dann ist es notwendig, hier eine Überbrückung herbeizuführen. Und dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ist der Defekt sehr klein, dann kann man die beiden Nervenendigungen so weit nach zentral und nach peripher befreien und lösen von den Verwachsungen in der Umgebung, dass man damit einen kleinen Defekt, meistens höchstens so 1-2 cm, überbrücken kann. Wäre immer noch eine gute Lösung. Ist der Defekt größer und wir können diese Nervenenden nicht zusammenführen, dann müssen wir dort etwas hintransplantieren. Diese Nerventransplantate nimmt man üblicherweise von einer Körperregion, wo wir wissen, dass ein Nervenstamm zwar vorhanden ist, aber auf dessen Funktion eventuell verzichtet werden kann.
Das heißt, man würde bei einer mikrochirurgischen Operation den Nerv aus dem Bein bergen und dann in mehrere Stücke zerteilen, je nachdem, wie groß der Defekt ist, die Länge dazu bestimmen und dann mehrere von diesen Stücken nebeneinander, je nachdem, wie dick ist der Querschnitt jenes Nerven, den ich rekonstruieren möchte, kann ich von diesem 1 bis 2 mm dicken Nerven mehrere Bahnen nebeneinander legen und dann unter dem Mikroskop einnähen. Und dann wartet man, bis der Nerv wieder regeneriert. Die Vorbereitung für eine Nervenrekonstruktion kann sehr unterschiedlich sein. Handelt es sich um eine frische Verletzung, dann ist die Situation klar und der durchtrennte Nerv soll möglichst frühzeitig, möglichst vollständig entweder genäht oder mit einem Interponat, also einer Überbrückung, rekonstruiert werden. Ist so eine Verletzung länger her? Hat sich eventuell, weil das proximale, also das körpernahe Ende immer versucht zu regenerieren, schon ein sogenanntes Neurom gebildet, dann braucht man eventuell eine bessere Operationsplanung. Mittels Ultraschall oder auch Magnetresonanz wird festgestellt, wie groß ist der Defekt, wie lange braucht man Interponate, Überbrückungen für Nervenanteile und damit kann man die Operation auch gut planen. Nach jeder Nervenrekonstruktion geht es nicht nur darum, dass das Operationsgebiet verheilt, das ist meistens in 10, 14 Tagen abgeschlossen, sondern es geht sehr häufig auch um eine sehr, sehr intensive Nachbetreuung. Erstens sind die Fäden, mit denen man Nervenenden zusammennäht, nicht sehr dick. Die sind extrem dünn, manchmal so, dass man Schwierigkeiten hätte, sie mit freiem Auge zu sehen. Dünner als ein menschliches Haar in jedem Fall. Und diese Fäden haben keine große Festigkeit an der Nervennahtstelle. Das heißt, die physikalische Therapie, die nach einer solchen Operation stattfindet, muss sehr zielgerichtet und bewusst geführt werden, dass zwar die Beweglichkeit erhalten ist und bleibt, aber diese Nervennähte nicht vielleicht ausreißen oder zerreißen. Man kann dann auch noch mit diversen Stromimpulsen arbeiten, um die Muskulatur im Training zu halten, denn die Betätigung der Muskulatur ist auch ein gewisser Anreiz für das Aussprossen der Nervenfasern. Im Rahmen einer Nervenrekonstruktion sind die üblichen Komplikationen wie immer die Nachblutung, die Infektion und die Wundheilungsstörung zwar möglich, aber in Wirklichkeit untergeordnet. Das größere Problem ist das Nicht-Funktionieren der Rekonstruktion. Wir haben kaum Einfluss darauf, wie sehr ein Nerv regenerieren möchte. Im Gegenteil, wir kennen sogar einzelne Nervenstämme im menschlichen Körper, bei denen wir aus der Erfahrung heraus wissen, es gibt eine sehr gute Regeneration. Und andere sind wirklich faul und haben keine große Bereitschaft zu regenerieren. Und da ist dann auch nicht zu erwarten, dass diese Rekonstruktion von einem großen Erfolg gekrönt ist. Manchmal kommt man auch an seine Grenzen im Bereich der Nervenrekonstruktion, zum Beispiel, wenn es zum wirklichen Nervenausriss kam. Sprich, die Nervenfasern sind aus dem Rückenmark herausgerissen. Dort können wir keine Nervenrekonstruktion mehr durchführen.
Es gibt zwar auch dann manchmal sogenannte motorische Ersatzoperationen, sprich man leitet funktionierende Muskel um bestimmte Bewegungen ausführen zu können, um einen Ersatz darzustellen. Aber das ist immer eine Defektheilung und niemals eine völlige Rückführung zur Gesundheit mit dem Fachausdruck Restitutio ad integrum, also Wiederherstellung der Gesundheit, der normalen Funktion. Da Nervenverletzungen einen Unfall darstellen, egal was im Detail jetzt dafür die Ursache ist, sind Nervenrekonstruktionen von der Krankenkasse gedeckt. Sollten Sie zum Thema Nervenrekonstruktion noch mehr erfahren wollen, dann bitte scrollen Sie hinunter und finden Sie den Link dazu zu unserem Blog.